Moin, hallöchen liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Projekt Let's Play Together Wario Land 2 mit mir und Scully. Ja moin, bin Rally, ja tach. Ist der echte Rally hier, der Scully. Mr. Scully LP auf dem neuen Kanal geht natürlich hier gleich los. Wie heißt denn der neue Kanal? Heißt nicht mehr Mr. Scully LP, du Senkel. Heißt jetzt nur Scully? Ja, heißt nur noch Scully. Ja, wir spielen heute Wario Land 2, nachdem er schon Helden auf Wario Land 3 auf 100% durchgezogen hat. Etwas, was ich nie machen würde als Let's Play. Ja, war auch keine gute Idee, aber man muss es mal gemacht haben. Ja, heute Wario Land 2 übrigens nicht auf 100%, wenn es hier gibt. Spielen wir beide blind, oder? Also ich auf jeden Fall. Ich habe das noch nie gesehen, das Spiel. Ich auch nicht. Also ich bin gerade von dem roten Schloss da im Hintergrund sehr geblendet. Ja, das wird super, sage ich dir. Vor allem die Insel ist voll realistisch designed. Ja, na klar. Das ist die Geisterfall-Insel. Ja, ja, das Spiel ist 1998 rausgekommen, sehe ich gerade. So alt ist das schon. Das ist ja schon 15 Jahre alt. Moin. Ja, Mensch. Ist ja älter als die Hälfte unserer Zuschauer. Ja, Mensch. Gut. Und wir spielen das beide blind und abwechselnd, weil das natürlich ein Einspielerspiel ist, wie ihr schon gemerkt haben dürftet. Das heißt, das können wir nicht gleichzeitig spielen. Müssen wir mal abwechselnd machen. Ich fange an mit Spielen, die ersten zwei Parts. Und dann immer abwechselnd. Den dritten spielt dann Scully. Den vierten wieder ich und so weiter. Und wir laden dann auch immer abwechselnd hoch. Das heißt, hochgeladen wird immer bei dem, der gerade spielt. Außer den ersten Part, den laden wir beide hoch. Das heißt, den schicke ich Scully da, damit wir den beide haben. Und dann wollen wir mal sehen, was machen die denn da? Die haben da ganz viel Spaß und wollen jetzt in das Schloss. Und die Vögel, die picken ein paar Körner auf. Das ist eine Wahnsinns-Story. Nee, die gehören dazu, die Vögel. Die verwischen die Spuren. Und der hat drei Säcke. Ja, Varius, drei Säcke. Jo, also eben, die geraden Parts sind, wenn ich das richtig sehe, dann immer beim Rush zu finden und die ungeraden bei mir. Na klar. Nur eben der erste bei beiden. Jo. Dürfte, also, denke ich, jetzt ist allen klar sein. Das ist ein riesiger Wasserhahn. Das ist der Wasserhahn der Jahreszeiten, du. Wenn der tropft, da kannst du aber echt nicht schlafen. Oh, kacke. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Ja, nee, ich will jetzt erstmal sehen, was der mit seinem Wasserhahn da anstellt. Oh, kacke. Oh Gott, ey, das wird eine Wasserrechnung, du. Ich sag dir, die Wanne läuft über. Guck's dir an. Siehst du, das passiert, wenn der arme Wario schläft und die seinen Wasserhahn aufdrehen. Das können die doch nicht machen. Das ganze Schloss geflutet hier. Wer ist das jetzt? Oh, ist das dieser Uhrenmann aus Kirby? Nee, das ist... Das ist ein Scully, oder? Ja, der hat aber eine Sonnenbrille auf. Ja, der ist halt ein coolerer als ich. Ne? Das ist deine Nemesis. Dein böser Stiefbruder ist das. Ja, der kommt auch mit. Der spielt auch mit. Wir wollen ja auch hier ein Let's Play 3-Getter daraus eigentlich ja, machen. Ja, aber der hat ein LP im Namen, deswegen müssen wir den vernichten. Ja, der ist jetzt gleich tot. Und Wario schläft da ganz seelenruhig. Ja, apropos Wasserrechnung, ne? Bei mir, heute habe ich in den Briefkasten geschaut, die Ärsche haben meine Miete erhöht. Ich wohne noch nicht mal einen Monat hier und schon ist die Miete höher, ey. Ja, super. So, ich fange jetzt mal an. Jetzt können wir uns das Ganze wahrscheinlich nochmal in Farbe angucken. Yay! No, Varios Schloss. Natürlich mit pinken Emblem. Ja, das ist halt cool. So, da kommen sie. Voll in schwarz maskiert wie sonst was. Sind das Regenschirme, die haben eigentlich? Nee, das sind keine Regenschirme. Das sind so Stachelschilde. Und der eine hat ihm voll gerade in den Arsch gerammt, den einen. Oh, ja. Oh, der kommt zu spät, der Junge. Und ja, ich glaube, das können wir mal überspringen, wenn das geht. Nee, können wir nicht. Geht nicht. Müssen wir uns War angucken. Das denn ein Game Boy Color Spiel eigentlich oder ein normales Game Boy Spiel? Ein Game Boy Color Spiel, sonst hätte das ja hier nicht so eine Farbgebung. Ja, hast recht, bisschen Radi. Tach. Aber es könnten auch Regenschirme sein, die wir ertragen, weil in Wario Land 3 sind diese Viecher ja dafür bekannt, dass sie auch eine Runde fliegen können mit ihrem Schirm. Ja, stimmt. Außerdem sind Regenschirme sowieso böse. Ich erinnere mich nur an Kirby's Dream Land 1. Wo die auch immer gern mit ihren Regenschirmen Arschlöcher waren. Das waren die einzigen schwierigen Gegner in dem Spiel. Ah, die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist, warum hat Wario eigentlich so eine dicke Badewanne? Ja, der ist ja dick. Jo, aber muss der Wasserhahn denn so groß, dass da ein ganzer Kopf reinpasst? Ja, der muss sein, du. Der will ja auch selber sich mal ordentlich durchspülen lassen. Ja, gut. Und was macht er denn jetzt hier überhaupt? Also das ist ein umgedrehter Schädel. Ja, das ist ein richtig rummer Schädel. Der hat ein Schwert im Kopf stecken. Ja, sehe ich auch gerade. Ist das irgendwie ein Wecker auch noch mit so zwei Glocken? Ja, wahrscheinlich ist er deswegen so wütend, weil er ein Schwert im Kopf stecken hat. Und ein Wecker ist. Aha. What? Ja, der regt sich ein bisschen auf, völlig zurecht. Das ist der Raller. Der klingelt, der Wecker. So der rallt. Das ist ein Alarm. So, Chapter 1. One noisy morning. Story 1, turn off the alarm clock. Ja, das geht ja schon gut los. Hast ja eine heftige Aufgabe. Jetzt zum Glück muss ich die nicht machen. Arthur, was los hier? Seit wann hat Wario eigentlich weiße Anzug und schwarze Hosen? Also der hat ja in neueren Spielen immer einen gelben Anzug und eine lila Latzhose da drüber, ne? Mhm. Also, weiß war ja klassisch. Oh, das Geräusch ist super nett. Warum ist der hier Feuerwehrmann? Das weiß ich auch nicht, aber der ist auf jeden Fall sehr selbstverliebt. Oh, ich kann hier mit meinem Arsch Töpfe satteln, Mann. Das ist wie in Zelda, bloß mit meinem Arsch. Das ist einfach geiler als Zelda in dieser Hinsicht. Kommst du da? Ah, doch, du kommst oben an die Münzen. Ja, das ist natürlich absoluter Relevanz.
Wenn die Münzen hier so wichtig sind wie in Wario Land 3, du dann sammel die besser alle ein. Also dieser Wacko, ne? Ist unglaublich. Was ist er denn hier? Ist der Schatzwächter. Ja, das ist so einer. So ein Arsch. Wo man hier überall rein kann. Ja, das ist ziemlich cool eigentlich. Das erinnert ein bisschen an Metroid, wo du auch immer diese versteckten Gänge finden musst. Das Problem an der Sache ist, ich habe meine Fraps-Zahl unten rechts. Die wird man im Video nicht mehr sehen, aber ich kann jetzt nicht die genaue Zahl an Münzen sehen, die ich habe. Ja, so um die 65 müssten das gerade sein. Arsch. Kommt dann noch mal eine? Wieso hat Wario Ratten in seinem Schloss? Wieso hat der Wario auf seinem Schlafzimmer stehen? Ich meine, er ist doch der Einzige, der hier wohnt, oder? Ja, damit das nicht vergisst. Wo war nochmal mein Schlafzimmer hier? Hat auf seiner Unterhose bestimmt auch stehen. Ja, wahrscheinlich. Und auf seinem Schloss auch. Warte, ist jetzt mein Schloss hier? Ja, das ist mein Schloss. Ja, moin, mit dem Rally. Wo der hier überall Geld gebunkert hat. Naja, aus dem ersten Spiel hat er auch nicht was mitgenommen, ne? Ja, das ist eigentlich ziemlich unsinnig, dass er jetzt in seinem Schloss überall Geld finden muss, ne? Hier ist auch noch was. Ist die Musik denn, ich höre die ja jetzt gerade nicht, ist die denn so geil wie in Wario Land 3? Ja, ist sie. Das Problem an der Sache ist, dass alle 3 Sekunden dieser scheiß Wecker hier ankommt. Oh, Nosferatu hier. Wow. Oder kannst du dich nicht von dem Viech links platt machen lassen? Ja, kann ich wahrscheinlich schon, aber ich will es gar nicht ausprobieren. Die klauen mir bestimmt noch... Oh, was ist hier los? Boah, hier gibt's dicke, fette Wario-Münzen. Der hat seine eigene Währung, voll der Rally eigentlich. Die Münzen sind fast dicker als er. Alter, der klaut mein Geld. So ein Riesenarschlock. Ja. Der gibt das bestimmt für Drogen und leichte Mädels aus. Da können wir ja nicht verantworten. Also praktisch geht es in dem Spiel gerade darum, dass man den Wecker ausmachen muss und dass irgendwelche Einbrecher kommen und dein Geld wollen. Ja, aber anstatt die Einbrecher zu fangen, musst du den Wecker ausmachen. Ja, richtig. Oh geil, diesen Ofen gab es auch in Wario Land 3. Ich hab ja, nie verstanden, ich weiß das auch noch. Aber in Wario Land 3 musstest du den immer 10 Jahre lang schieben und du bist nicht vorangekommen mit diesem blöden Ofen. Und es gab auch teilweise Öfen, die überhaupt gar nicht sinnvoll waren an der Stelle. Wo wow, Alter, hab ich mich so über... ein Senkel. So, da geh ich rein. Hi, na? Oh, du bist durch, oder was? Oh, nee, was? Es ist ein Bonusspiel. Play. Geil. Ja, und das ist grün jetzt hier. Select Speed, Hard. Ah ja, Hard, mein ich. Okay, was? Wie? Hä? Ah, du musst den Jungen da finden, oder was? Los geht's, Junge. Wo war er? Das ist Memory. Hä? Nee, wo war er? Ich hab nichts rechts gesehen. Oben? Da? Nee. Nee, war nicht. Da war er. Nee, ich Idiot. Hab ich verloren. Nochmal, das ist fast besser als Golfen. Nee, das lassen wir sein. Das ist scheiße. So. Oh, dieser blöde Wecker, ne? Wenn ich den in die Finger kriege, dann ist der aber nicht mehr rallig. Wecker sind sowieso nicht radig. Außer man hat coole Musik als Wecker, aber dann wird die Musik irgendwann scheiße. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum jemand ein Lied, das man richtig mag, als Wecker benutzen würde. Mach ich nicht. Weil danach denkst du dir noch, oh scheiße, nicht der Scheiß. Wo wollen wir rein? An die normale Tür oder die erst mit dem riesigen Geld? Ja, das sowieso, aber jetzt riesiger Mario-Kopf. Würde ich sagen, oh, oder? Wir wollen ja auch nichts übersehen. Hä? Hey du, komm mal her. Ich brauche deinen... Ja, ja. Du kannst das schon, super. Oh klar, Wario Land 3 habe ich auch gespielt wie ein Großer damals auf dem Gameboy. Und das hier ist ja anscheinend nicht groß anders so. Aber das nee, merkt man auch wieder, das ist so ein Wario-Spiel, du kannst hier nicht sterben, ne? Sieht zumindest ja, ist so ja aus. Auch gut. Vielleicht, wenn man alle Münzen verliert und dann von einem so ein Viech getroffen wird? Also du kannst wow. nicht sterben. Was hab ich ihn jetzt hier? Der Raum sieht ja fast anders aus als der, in dem wir schon waren. Aber, Vitali und Wladimir. Jetzt geht's aber los hier. Das sind die Wächter. Muhammad Rally ist das. Ja, oder der. So, mal sehen. Ich gehe mal... Oh, hier schon wieder. Wario versteckt das ganze Geld in seinen Öfen. Ja, aber warum sammelt er das jetzt eigentlich rein von der Story her, wenn er eigentlich doch nur seinen Wecker ausmachen will? Ja, wahrscheinlich, weil jetzt die Einbrecher hier sind, der das Geld lieber sicherstellen möchte. Ja, klingt sinnvoll. Da ist er, der Arsch. Alter. Hau ihm auf die Phrasen. Du riesen Arschloch. Yeah. Er hat wahrscheinlich einen ziemlich hohen Weckerverschleiß, wenn er immer, wenn er aufsteht, da drauf kloppt. Mit seinem Hinschuh, nicht zu vergessen. Armes Vieh. Clear. Ziemlich gut. Ja Mensch, habe ich schon ordentlich Geld mitgenommen. Ja, aber du kannst hier im Gegensatz zu Wario Land 3 noch ein bisschen mehr mitnehmen. Was wird denn das jetzt hier? Hä? Ich kann 50 Münzen einsetzen, warte, playen wir mal. Oha. Und jetzt? Hä? Draw? Ach so, du musst erkennen, welche Nummer das nachher ergibt. Aber das kannst du an dieser Basis noch nicht erkennen. Okay, draw. Draw. Draw.
Jetzt könnte man doch sich überlegen, dass es wahrscheinlich eine 7 sein müsste, oder eine 1. Ah, drawen wir noch ein. Ja, eine 7 ist es. Also, das ist die 7. Ja, moin. So, und was haben wir jetzt? Schatz der Jahreszeiten. Was ist das denn? Ein Knäckebrot. Ach so, die muss man alle sammeln. Das ist so wie die Goldmünzen. Ja, wir haben jetzt ein Knäckebrot gekriegt. Und wenn man wie viele Knäckebrote hat, hat man gewonnen? Ja, das sind genug. Das sind pro Reihe sind da 10. 50 Knäckebrote. Ach Mensch. Da haben wir das Knäckebrot der Jahreszeiten. Ja, da haben wir das Riesenknäckebrot praktisch. Ja, ist immer noch ein komischer Morgen. Und jetzt müssen wir... Was? Den Tau... Was für ein Ding? Taulett? Faucet. Ach, aber Faucet. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich habe Taulett gelesen, also Tauli. Ja, dann muss man Wasser, den Taulett ausschalten. Den Wasser. Ah, jetzt gibt's hier wieder sowas. Ja. Oh Gott, süß Liebe. Wasserlevel sind eh scheiße. Oh, besonders in Wario. Ja. Weil Wario generell so ein Spiel ist, das eher darauf ausgelegt ist, nervig zu sein, als schwierig. Der Sprung hier ist schon fast unmachbar, ne? Ja, sagte er und machte es. Naja. Oh. Tja, Wario, so viel zu deinem Haus, ne? Das sieht hier nicht mehr so schön aus. Ich kenne das. Kennst du das, wenn das ganze Bad überflutet ist, wenn du duschen warst? Oh ja. Das ist eine Scheiße. Ich meine, du hast ja jetzt nicht so lange Haare, aber ich dusche dann ja auch mal eine Weile, wenn ich mir die Haare wasche. Und danach kommst du raus aus der Dusche und denkst dir, auch, wäre ich bloß nicht rausgegangen aus ich der Dusche. Ich hatte auch noch ein bisschen längere Haare. Also mit ein bisschen länger meine ich schon so Schulter. Und ein Stück weiter vielleicht. Und das hat schon hingereicht. Okay. Und das ist echt schlimm. Also allein lange Haare sind zum Haarewaschen sowieso. Alter, was will er von mir? Ja, Alter! Oh, und die Wario 3 Musik dazu. Aber hier verbrennst du irgendwie schneller, oder? Nee, ich glaube, das war exakt gleich. Aber du verlierst keine Münzen, wenn du brennst. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist super. Bei dem konntest du auch nicht ausweichen, glaube ich. Das war, um zu zeigen, pass mal auf, Junge, wenn der dir Feuer an den Arsch macht, dann brennst du. Das erinnert mich ein bisschen daran, dass ich gestern richtig scharf gegessen habe und du weißt, wie das am nächsten Morgen sich auswirkt. Oh ja, Mensch, das brennt zweimal scharfes Essen. Ja, aber beim ersten Mal bedeutend angenehmer. So, jetzt da rein. Ja. Ja, moin. Und nicht der schon wieder. Yeah. Wollen wir? Easy, Mama. Ja, natürlich drehen wir jetzt hier. Achtung. So, warte. Oh. Normal machen wir, okay? Normal machen wir, okay. So, was müssen wir jetzt? Achte auf den Boxer. Ich mache den Kopf zurück, extra weit. Ich guck jetzt. 3, 2, 1. Wo ist er? Ich hab ihn gesehen. Um links ist er. Ja, da ist er. Ja. Yeah. Moin. Super, haben wir gewonnen. Kriegen wir jetzt? Müssen wir es jetzt für alle machen? Nee. Nee, kriegen wir. Oh, jetzt kriegen wir ein Bett. Geil. Ich dachte eigentlich noch ein Knäckebrot. Nee, Knäckebrot gibt's am Ende des Levels, wie es scheint. Hier ist und noch was. Und was bringt uns jetzt das Bett? Weiß ich nicht. Können wir schlafen, schätze ich mal. Der muss einen ganz schön dicken Rucksack dabei haben, aber das müssen solche Helden aus Videospielen sowieso. Besonders die aus Rollenspielen. Ja. Und Link. Link 521, der? Link 521, der hat eh den dicksten Rucksack, der hat den dicksten Sack. Der hat das dickste Horn im ganzen Wald. Der ist fast so geil wie Gentleman. Ja, Gentleman ist auch ziemlich geil. Und der Tiger-Boss. Wer ist der Tiger-Boss? Weißt du nicht mehr, der ein Tutorial gemacht hat, wie man seinen Xbox-Controller anschließt? Ach so, ja, stimmt. Der dann auch noch ein Tutorial machen wollte, wie man sein Headset richtig einstellt, ja? Ja, genau, der. Ja, also es sind schlechte YouTube-Kanäle, über die wir gerade reden. Das ist schön. Müsst ihr alle mal anschauen, das sind echt empfehlenswert. Abonnieren! Ich habe den Tiger-Boss erst gestern deabonniert, weil der nichts Neues mehr gemacht hat. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie so ein Kaugummi, was einer hingespuckt hat. Ja, da bloß nicht reintreten, das klebt den Schuhen wie Scheiße. Oder. Musst du da vielleicht geduckt drüber hüpfen? Warte, probier mal was. Ja. Ja. Nee, das geht nicht. Dann müssen wir vielleicht... Chef. Warte, ich habe eine Idee. Ich baue eine Maschine. Ja, den musst du dagegen schleudern, genau. Yeah. Der Rush, der hat's schon drauf, das müssen wir sagen. Der Rush wird wahrscheinlich eher der Leistungsträger in diesem Projekt sein. Das ist nämlich ein Rally. Ja, das glaube ich aber trotzdem weniger, weil so Wario-Spielen, das sind so die Spiele, die mir immer am Buckel kratzen. Also, du verstehst, was ich damit ausdrücken möchte. Ja, aber du hattest früher auch Wario Land 3 mit 100% durchgespielt, ne? Mit 5 Jahren, ja. Ah, hier, der große Wasserhahn. Yeah. Warte, mach ich Arschbombe drauf. Funktioniert nicht, dann dreh ich ihn mal. Jetzt mach ich hier. Er dreht ihn doch aber in dieselbe Richtung, wie der davor ihn auch gedreht hat. Ja, der hat aber so weit gedreht, bis das Rohr kaputt wird, oder nehmen wir was?
Total Call. Aber wir haben auf jeden Fall das Bett gefunden. Ich glaube, im ersten Level haben wir was vergessen. Ja, wahrscheinlich. Da, wo wir auch Memory eben spielen mussten. Ja, genau. Aber hier haben wir, glaube ich, nicht so eine Overworld wie in Mario Land 3, dass wir auch rein können und wieder zurück in die Level. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall dafür, dass wir uns noch ein Knäckebrot holen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Knäckebrot schmeckt auch ziemlich lecker. Ja. Schön mit Frischkäse drauf, ist super. Ist. So, das könnte viel sein. Oh, ja, wow. Das könnte fast alles sein, ne? Boah, das könnte immer noch eine Menge sein. Ja, eigentlich immer noch. Alles, was es auch vorher sein konnte. Das könnte wieder eine 7 sein. Ich glaube, es kann sogar nur die 7 sein. Jo, das ist die 7. Das ist ja voll, ey, immer das Gleiche, immer dieselbe. Na! Oh, wir sind doch der Scheiße. Lass mich verarscht, kriegen wir gar kein Knäckebrot jetzt. Immer dieselbe rumgeficke. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Level können wir noch machen, dann müssten wir den Part doch mal abschließen. Ja, dann mach ich immer. Was soll ich jetzt hier mal eigentlich gelesen? Wahrscheinlich das Klo entstopfen oder sowas. Ja, das merkt man ja. Irgendwann sind wir da. Unter Wasser ist das Geld übrigens nicht mehr gelb. Ja, so ein Wasserschaden ist eigentlich echt heftig, du. Da musst du ganz schön viel blechen. Da wissen ja wahrscheinlich die jetzt in diesem Jahr alle, die Hochwasseropfer waren, die wissen da wahrscheinlich ganz genau Bescheid. Oh, nicht die Blasen. Oh nein. Na, jetzt geht's ja. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen auf den Schlitz. Nein! Alter, das Spiel. Was machst du denn gerade? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Problem. Und was ist das da unter diesem Krug? Jetzt musst du eine Blase nehmen. Das kennt man ja. Die Krüge kaputt machen. Weil sonst kommen wir da wahrscheinlich. So. Das ist immer so schön, wie er aussieht, wenn er in so einer Wasserblase ist. Ja, natürlich. Das ist wundervoll. Es ist Rick Gall. So, Wario, du dickes Tier. Wir müssen jetzt hier durch die Wand. So, Kopf. Was ist das für eine Ente? Oh, Kacke. Alter, da habe ich jetzt nicht mit dir rechnet. Du scheiß Ente. Alter, das Vieh ist ja richtig dreist. Das Vieh kriegt erstmal einen von meinem Hintern. Mit einem Hausbesuch. Ja, hoffentlich. Also so eine Ente. Hier in Walking Dead, in dem Videospiel, nennen die doch ihren Sohn auch Ente. Ente. Ja, apropos Ente. Ich habe gestern ja hier meine Klausur da geschrieben. Ja, erzähl mal, worüber? Oh Gott, es war meine erste Klausur jetzt an der Uni, Mathe. Oh ja. Studier Mathe. Und da war eigentlich relativ gechillt, weil ich gut vorbereitet war. Aber da in Mathe gibt's ja auch immer die Entewurzel und sowas und. Hahaha, die Entewurzel. Hahaha. Das ist so der beste Wortwitz überhaupt. Aber eigentlich weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich erzählen wollte. Irgendwas. Mathe-Witz, da freuen sich die Leute immer. Weil sie ihn entweder nicht verstehen oder wenn sie ihn verstehen, total unlustig finden, weil sie selbst in Mathe hart geknechtet werden. Ja, Aua. Es gibt nur gute Mathe-Witze. Gibt's doch diesen geilen Witz, die x-Quadrat-Funktion macht eine Party und lädt alle anderen Funktionen ein. Alle verstehen sich prächtig, nur die e-Funktion, die sitzt ein bisschen alleine am Rand. Da sagt die x-Quadrat-Funktion, Mensch Junge, integrier dich doch mal, sagt die e-Funktion, das hilft auch nicht mehr. Das Problem ist, dass den jetzt keiner verstanden hat. Ja, das ist das Problem, weil dieses Spiel älter ist als unsere Zuschauer, aber naja. Vielleicht haben wir ein paar Genies dabei. Vor allem Genies. Ja, vor allem, weil Genies auch Let's Plays gucken. Ja, klar. Genies nehmen lieber Videos auf und nennen sich dann Gentlemen. Gentlemen. Ja, genau. Genitalman. Genitalman? Was? Genitalman? Oh man. Jetzt hast du es gerissen. So, da spielen wir gleich mal eine Runde hier. Rate mal mit Rosenthal. Oh, nee. Ich will jetzt nochmal einen Einrichtungsgegenstand für meine Hello Kitty Einbauküche gewinnen. So. Du musst jetzt den dicken Maulwurf suchen. Der dicke Maulwurf? Ja, guck genau hin. Wo ist der dicke Maulwurf? Das habe ich jetzt nicht gesehen. So, hier. Ja, scheiße. Da, fast. Ja, das ist aber doof. Jetzt kriegen wir ja gar keinen. Aber wir können ja noch eine Runde, oder? Ja, Mensch. Tja, hier ist das Geld tatsächlich mal was wert. Das ist ja wunderschön. Ja, das bringt uns am Ende wahrscheinlich sowieso nichts, außer Prestige. Ich sehe es kommen. Ja, Prestige ist wichtig. Okay, wir suchen jetzt Ling Ling aus Drawn Together. Jawohl. Wo ist Ling Ling? Ling, ja. In der oberen Reihe ist es nicht. Dann gucken wir mal hier. Das ist mein Feld. Sag ich doch. Yeah. So, was kriegen wir jetzt? Also ich wäre jetzt für eine Lampe. Ne, was ist das denn?
Das sieht so ein bisschen aus wie so ein vollgerotztes Taschentuch, so ein lilanes. Geil! Das ist Varios Lätzchen. Das benutzt er immer, wenn er schön saftig Haxe essen. Und hier geht. Versteckt. Oder vielleicht waren die Diebe so böse und haben es da versteckt. Ist ja gemein. Oh, hier. Yeah. Stell dir mal vor, jemand würde einfach zu dir kommen und dein Lätzchen verstecken. Das ist schon ziemlich badass. Das war falsch rum hier. Ja, du musst andersrum. Rush, Diabo, voll schlecht, Mann. So, jetzt. Mario, du dickes Tier, beweg dich mal ein bisschen. Das funktioniert doch eigentlich eh nicht mit dieser Luftblase, ne? Rein physikalisch betrachtet. Nee. Moment, was? Ich suche mal hier. Ah, da kannst du wahrscheinlich runterrallen. Yeah. Yeah. They see me rallin. They hating. Moment, ich will nochmal. Jawohl. Yeah. Was ist das denn hier? Das musst du auf jeden Fall wahrscheinlich ausmachen oder so. Soll ich da mal eine Arschbombe drauf machen? Mach mal. Warte, erst die Münze und jetzt. Hallo? Der will nicht, dann machen wir jetzt. Das geht so. Nicht. Yeah. Hast du geschafft. Ist ein Rally. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, du hast Wasser da rausschießen lassen. Du hast einen Geysir eröffnet. Du kannst jetzt Island auf deinem Schloss bauen. Ja, schön. Auf jeden Fall habe ich jetzt, ja, Varios Lätzchen. Ja, das sowieso. So, sagen wir, jetzt machen wir noch das Minispiel hier und wollen dann ja noch ist der erstmal vorbei. Ja genau, aber erstmal wollen wir noch ein Knäckebrot haben. Ja, bitte. Ich bitte, bitte. So, ah, das kann auch wieder alles sein. Ja, nee, alles nicht. So, was kann das jetzt sein? Ja, das kann immer noch fast alles sein, also... So, ziehen wir noch eine. Es wird ein 2 sein. Aber es könnte auch eine 5, glaube ich, sein. Kann genauso gut, eine 8. Ja, genau. Ziehen wir mal noch eine. Das kann immer noch eine 8 oder eine 2 sein, oder? Ich zieh noch eine. Das ist eine 9. Bist du sicher? Ja, nee, aber wahrscheinlich ist es eine 9. Dann zieh ich noch eine. Ist eine 9. 9. Sag ich doch. Nee. Ja, moin, ist eine 9. Was kriegen wir jetzt hier, das heilige Knäckebrot? Das ist echt super. Und was wird auf diesem Knäckebrot zu sehen sein? Das werden wir nie rausfinden, weil uns eins fehlt. Ja, aber die kriegen wir bestimmt alle noch nachher. Ja gut, ich würde jetzt sagen... Das war's jetzt erstmal für heute. Erstmal auf speichern. So, und jetzt erstmal nach links. So, jetzt müssen wir in den Keller als nächstes. Aber wenn wir das machen, dann sind wir schon im zweiten Part. Bis dahin. Prost. Und Budweiser ist ein gutes Bier. Und Knäckebrot schmeckt gut mit Frischkäse. Das ist auch richtig. Bis dann, bei Rushed auch. Tschüss.